Jeden Tag wird's geschehen, dass Segen dir begegnet und du gehst dann gestärkt deinen Weg. Immer neu wird's geschehen, dass Liebe dir geschenkt wird, du spürst Lebenskraft deutlich in dir. Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag. Du wirst sehen, Segen bleibt immer da. Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag. Du wirst sehen, Segen bleibt immer da. Ich wollte auch mal mit einer Bibel in der Hand vor der Kirche stehen. Und wie ich hier so stehe, frage ich, warum macht man das? Welche Bedeutung kann so eine demonstrative Pose haben? Ist die Bibel ein Machtinstrument? Was soll sie in der Hand eines Pastors vor der Kirche? Was soll sie erst recht in der Hand eines Präsidenten? Will er damit regieren? Soll sie seine Dekrete, Erlasse, Gesetze ersetzen? Oder will wer immer eine Bibel hochhält, sagen, sie gehört mir, ich habe zu bestimmen, wie sie zu verwenden ist, ich weiß, was drinsteht und wie es umzusetzen ist, ich habe die Macht? Meine Lieben, ich habe es nicht verstanden. Schon gar nicht in der gegenwärtigen Situation, insbesondere der USA, und dann noch in der Umgebung und mit den Mitteln. Unsere gegenwärtigen Probleme, das sind neben Corona und dem offensichtlichen Rassismus in wohl nahezu allen Ländern dieser Erde sicherlich auch ein schreiendes Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich, Bildung, Digitalisierung, ein weiteres Problem, die Erhaltung der Natur, Fridays for Future, und unseres Lebensraumes, die Frage, wie wir in Zukunft wirtschaften wollen, von welcher Energie wir leben wollen und so weiter und so weiter. Welche Aussage mag es da sein, sich demonstrativ vor eine Kirche zu stellen und die Bibel hochzuhalten? Sind da alle Antworten drin? Sagt uns Gott direkt, was zu tun ist? Gehört die Bibel dem Weißen Haus und den Christinnen und Christen schwarzer Hautfarbe nicht? Ist sie ein Herrschaftsinstrument? Nein. Nein und nochmals nein. Vor allem sollten Leute, die eine Bibel in der Hand halten, nicht so tun, als ob sie deswegen, weil sie die Bibel kennen, weil sie Christinnen oder Christen sind, sie sollten nicht so tun, als ob sie alles wüssten oder gar besser wüssten. Ich bringe die Bibel wieder zurück dorthin, wo sie gehört, auf unseren Altar. Sorgen. Ich möchte die Familie nicht enttäuschen. Wann ist alles wieder normal? Wann kann man wieder feiern gehen? Was passiert, wenn eine zweite Welle kommt? Wir machen uns Sorgen. Wenn die Bibel etwas nicht ist, dann, trotz aller Gesetze und Regeln, die insbesondere im Alten Testament aufgeschrieben sind, wenn die Bibel etwas nicht ist, dann ein Gesetzbuch oder gar ein Machtinstrument. Wer so etwas tun will, die Bibel zu so etwas machen will, setzt seine oder ihre Interpretation an die Stelle Gottes und damit letztlich auch sich selbst. Das darf nicht sein. Und man täte diesem wunderbaren, vielfältigen, bisweilen sogar chaotischen, aber immer menschlichen, berührenden, grausamen, liebevollen und immer bunten Buch großes Unrecht.
Wobei nicht dem Buch natürlich, sondern allen Menschen, die in den Geschichten, Gedichten, Gesetzen, Gedanken mitgewirkt haben, wenn man aus diesem Buch ein Machtinstrument machte. Denn die Bibel ist kein Gesetzbuch, sondern ein Glaubensbuch. Sie ist nicht das Wort Gottes, sondern Geschichten, Gedanken und Gedichte über die Erfahrungen der Menschen mit Gott. Die Bibel ist Verben für eine Beziehung zu Gott und für eine Erneuerung der Beziehung untereinander. Eine Werbung für die Liebe, für Gottesdienst und Gemeinschaft. Letztlich ein Lebensbuch, in dem hoffentlich jede und jeder etwas Anregendes, Herzerwärmendes, Aufregendes, Nachdenkliches, Tröstliches, Auffühlendes findet und jede und jeder mag und darf etwas anderes finden. Die Auswahl ist groß genug. Jeden Tag wird's geschehen, Natur wird dich begeistern und du kannst deinen Weg fröhlich gehen. Immer neu wird's geschehen, dass Freude in dir aufsteigt, du spürst Lebenskraft deutlich in dir. Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag. Du wirst sehen, Segen bleibt immer da. Du wirst sehen, du wirst spüren, Segen bleibt jeden Tag. Du wirst sehen, Segen bleibt immer da. Jesus sagt in der Bergpredigt, der großen Rede, die der Evangelist Matthäus zusammengestellt hat: Kümmert euch nicht um euer Leben, was ihr essen sollt. Auch nicht um euren Körper, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist doch mehr als nur Nahrung und der Körper mehr als nur Kleidung. Seht euch die Vögel im Himmel an. Weder säen sie noch ernten sie und sammeln auch nicht in Scheunen, aber euer himmlischer Vater ernährt sie trotzdem. Seid ihr nicht viel wichtiger als sie? Wer von euch kann mit seiner ganzen Grübelei seinem Lebensalter auch nur eine Elle hinzufügen? Und was kümmert ihr euch um Kleidung? Achtet genau auf die Lilien auf der Wiese, wie sie wachsen. Sie plagen sich nicht mit Stoffherstellung. Ich sage euch, dass nicht einmal Schlomo in seinem ganzen Glanz auch nur eine von ihnen hätte ausstechen können. Wenn nun Gott die Wiesenkräuter, die heute dastehen und morgen im Feuer landen, so schön anzieht, um wie viel mehr euch, ihr glaubensschwaches Volk. Hört auf, in euren Grübeleien zu sagen, was sollen wir nur essen und was sollen wir nur trinken, was sollen wir nur anziehen. Dies alles ist das Bedürfnis aller Völker. Doch euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Kümmert euch in erster Linie um das Gottesreich und seine Gerechtigkeit. Alles andere kriegt ihr schon irgendwie. Kümmert euch nicht um morgen. Morgen kümmert sich um sich selbst. Es reicht, wenn jeder Tag seine eigenen Probleme hat. Unser Bibeltext erzählt, dass Gott alle Menschen, Pflanzen und Geschöpfe auf der Erde liebt. Im Glauben an Gott können sie sich sicher fühlen und darauf vertrauen, dass sie gut versorgt werden. Gott schert sich nicht darum, ob der Vogel eine Amsel oder ein Rotkehlchen, ob der Mensch schwarz oder weiß ist. Gott kümmert sich wie gute Eltern um jeden gleich. Sollten wir Menschen es nicht auch so machen? Jeder hat ein Recht darauf, so angenommen zu werden, wie er ist, und unbeschwert leben zu können, ohne Angst, nach Hautfarbe, Reichtum oder Kleidung beurteilt zu werden. Der kleine Vogel soll euch an die Unbeschwertheit, die Freiheit und das Umsorgen Gottes erinnern, das keine Hautfarbe kennt. Gott sieht und liebt alle gleich. Für Gott machen Hautfarbe, Reichtum oder Größe keinen Unterschied. In der Bibel findet man zu diesem Gedanken viele Stellen. Besonders schön drückt es Johannes 3,16 aus. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie hergab. Die ganze Welt, alle Menschen, ohne Ausnahme. Galater 3,28 zeigt, dass alle, die an Gott glauben, für Gott gleich sind. Da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Sklave noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Die Aussage, Gott liebt alle Menschen, ist sozusagen die Grundidee des Christentums. Diese Liebe ist so groß, dass Gott selbst in Jesus Christus Mensch wurde, um den Menschen so nahe zu kommen, wie es eben nur geht, obwohl Gott das nicht nötig gehabt hätte. Es ist Gottes unbeschreiblich große Liebe, die Jesus veranlasste, sich den Menschen als Gottes Kindern in dieser Weise zu offenbaren. Gott liebt also wirklich alle Menschen gleich. Für Gott machen Hautfarbe, Reichtum oder Größe keinen Unterschied.
Für alle Menschen will Gott gut sorgen. Und das wird so bleiben. Also sollten auch wir uns untereinander lieben und akzeptieren. Denn Gott ist Liebe. Und wenn wir lieben, bleiben wir mit ihm verbunden. Wir können uns das schwer vorstellen. Wir sind heute alle gemeinsam hier in einer ruhigen Gemeinschaft. Äußerlich und charakterlich sind wir alle anders und individuell. Doch trotzdem sind wir alle durch Gott verbunden. Wir erleben Hass in unserer Welt. Die Nachrichten berichten von einem, der sein Leben verlor, weil es einem anderen nicht wichtig war, weil er anders aussah. Doch woher kommt dieser Hass gegen Menschen, die anders aussehen? In vielen Ländern wird in aggressivster Form gegen Menschen mit anderer Hautfarbe oder Herkunft vorgegangen. In Amerika beobachten wir dies gerade besonders stark ausgeprägt. Aber nicht nur dort. Diesen Hass gibt es nicht nur anderswo, sondern im Alltag vieler Jugendlicher. Ausgrenzung, Beleidigung, Gewalt, Cybermobbing etc. Und das alles nur wegen ihrer Kleidungsgröße, Hautfarbe, Gesichtsform, Größe, Kleidungsstil, Reichtum und noch vieles mehr. Wie ihr hören konntet, haben die Teamerinnen, die unseren Jugendgottesdienst vom Sonntag Trinitatis gestaltet haben, gar nicht erst versucht, aus der Bibel ein Gesetzbuch zu machen. Sie haben in dem von ihnen gestalteten Gottesdienst nicht nach Gesetzen oder Regeln gesucht, die sie in der Bibel finden, sondern haben einer lebendigen Beziehung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch nachgespürt und sich überlegt, wie könnte ein besseres Leben aussehen? Wie könnte man unser Leben besser gestalten? Sie tragen ihre Fragen Gott vor und wünschen sich Hilfe von Gott, Unterstützung für ihr Leben. Das ist alles andere, als jemandem die Bibel um die Ohren zu schlagen oder sie demonstrativ als eigenen Besitz in die Gegend zu halten. Für das, was sich die Teamerinnen überlegt haben, bin ich sehr dankbar. Ich bedanke mich bei Jule, Rebecca und Emily für ihre Texte. Lasst uns beten. Gott, wir bitten dich für alle Menschen, die Ausgrenzung erleben, weil sie anders sind. Du hast alle Menschen unendlich lieb. Lass auch uns das verstehen und danach handeln. Hilf uns, dass wir den Menschen um uns herum mit Freundlichkeit begegnen. Gemeinsam bitten wir, erbarme dich, Gott. Gott, wir bitten dich, lass nicht noch mehr Menschen an Corona sterben. Tröste diejenigen, die gerade einen lieben Menschen verloren haben. Gott, wir bitten dich, beschütze auch uns und unsere Familien vor Corona und führe uns zurück zur Normalität. Gemeinsam bitten wir, erbarme dich, Gott. Und ich möchte Sie sehr herzlich einladen, ab Sonntag, dem ersten Sonntag nach Trinitatis, wird eine Ausstellung bei uns in der Kirche zu sehen sein. Wir eröffnen sie im Gottesdienst und sie wird zu den Bürozeiten und am Sonntag auch bei uns zu betrachten sein. Wir laden herzlich ein zu einer Ausstellung mit Bildern von Anke Rittershaus, einem Mitglied unseres Kreises Art an der Grenze. Leider ist Anke Rittershaus im letzten Jahr verstorben. Aber ihre Bilder sind noch da. Und wir könnten uns vorstellen, dass viele Menschen an diesen Bildern Freude haben. Jeden Tag ist geschehen, Natur wird dich